In diesem Video geht es um Rolle bzw. die Umlenkrolle und den Flaschenzug. Wir fangen zuerst mit der Rolle an und schauen uns an, was der Unterschied zwischen einer Rolle und Umlenkrolle ist. Zuerst ist eine Rolle ein Kraftwandler, der aus einem sehr reibungsarm gelagerten Rad besteht. Mithilfe einer Rolle kann die Richtung der Zugkraft an einem Seil geändert werden. Im Unterricht werden wir in den meisten Fällen die Reibung vernachlässigen und von perfekten Rollen ausgehen. Es wird zwischen zwei Varianten unterschieden, und zwar gibt es einmal die feste Rolle und da sprechen wir von einer Umlenkrolle. Nun kommen wir zu ein paar Zeichensymbolen. Zuerst haben wir hier eine feste Decke. An dieser Decke wird eine Rolle gleich gelagert. So, das ist jetzt die Befestigung für die Rolle und hier die Rolle selbst. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren festen Punkt. Das ist hier ein Haken, der auch fest gelagert ist. Und beide feste Lagerungen machen wir mit diesen schrägen Strichen hier deutlich. Nun wollen wir eine Masse befestigen, und zwar hier an diesem festen Haken. Und dann legen wir einfach ein Seil über die Rolle. Bei einer festen Rolle wird einmal die Kraft entlang des Seils umgeleitet. Das bedeutet, diese Zugkraft, die wir hier haben, die Kraft F1 gleich der Kraft F2. In Formeln können wir das so ausdrucken, der Betrag der Kraft F1 und der Betrag der Kraft F2 sind gleich, weshalb wir jetzt hier diese Betragsstriche schreiben. Der Grund ist, die Kräfte an sich sind ja nicht gleich, weil sie ja verschiedene Richtungen haben. Es geht einfach um die Intensität, also den Betrag der Kraft, beziehungsweise um die Länge dieser Pfeile. Und das drucken wir mit den Betragsstrichen aus. Eine feste Rolle wird also so befestigt, dass ihre Position während der Benutzung nicht geändert werden kann. Das Gegenstück einer festen Rolle ist die sogenannte lose Rolle und die wird so befestigt. Wir haben wieder eine feste Befestigung hier an der Decke, einen Haken, dann kommt unsere Masse und die Rolle wird diesmal an der Masse befestigt. Und mit dem Seil haben wir folgende Situation. Es geht also folgendes bei einer losen Rolle. Die Position der losen Rolle kann sich während der Benutzung ändern. Und nun kommt der Flaschenzug ins Spiel. Eine Kombination aus festen und losen Rollen und einem Seil nennt man einen Flaschenzug. Je nach Aufbau eines Flaschenzuges kann damit die Kraft beim Verrichten der Hubarbeit gespart werden. Flaschenzüge werden nach Anzahl der tragenden Seilstücke unterschieden. Die Anzahl der tragenden Seilstücke bezeichnen wir hier mit dem Buchstaben klein n. Nun gucken wir uns einige Flaschenzüge, die nach der Anzahl der tragenden Seilstücke sortiert sind und dann können wir uns auch anschauen, was diese tragenden Seilstücke überhaupt sind. Fangen wir mit der kleinsten möglichen Anzahl der tragenden Seilstücke, also n gleich 1. So, dann haben wir eine feste Decke. An dieser Decke wird eine Umlenkrolle befestigt und nun haben wir eine Masse m. Und diese wird jetzt mit einem Seil verbunden. Und nun haben wir einmal ein loses Ende. Hier an diesem Ende würden wir ziehen. Und dieses Stück hier, das rote Stück, ist ein tragendes Seilstück. In diesem Fall wird hier keine Kraft gespart. In vielen Fällen kann es aber nützlich sein. Zum Beispiel in diesem Fall können wir durch die Umlenkung der Kraft unseren eigenes Körpergewicht bei Anheben dieser Last verwenden. Kommen wir zu n gleich 2.
Da gibt es zum Beispiel diese Möglichkeit. Wir haben wieder eine feste Befestigung. Und jetzt spoilere ich so ein bisschen. Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, einen Flaschenzug mit zwei tragenden Seilen zu verwirklichen. Fangen wir jetzt aber erstmal mit dem ersten an. So, wir haben jetzt eine Umlenkrolle und an dieser Umlenkrolle wird eine Masse befestigt. Und nun schauen wir uns die tragenden Seilstücke. Wir haben einmal hier ein tragendes Seilstück und da ein tragendes Seilstück. Nummerieren wir sie durch. 1, 2. Beide sind dazu verantwortlich, diese Masse zu tragen. So, die zweite Möglichkeit ist, wir fangen wie eigentlich immer jetzt mit einer festen Decke. Und diesmal haben wir eine Umlenkrolle und an dieser Umlenkrolle wird ein Haken befestigt. Dann eine weitere Umlenkrolle, an dieser Umlenkrolle befestigen wir eine Masse M. Und unseren Seil legen wir dann so hin. Wir befestigen es einfach an diesem Haken, gehen einmal um die Rolle. Das ist jetzt ein tragendes Stück. So, von der unteren Rolle gehen wir zu der Umlenkrolle oben. Dann haben wir wieder ein tragendes Stück. Und jetzt kommt ein loses Ende. Und so haben wir einen Flaschenzug mit 1, 2 tragenden Seilstücken. Da es so viel Spaß macht, schauen wir uns weitere mögliche Flaschenzüge an und kommen zu N gleich 3, also einem Flaschenzug mit 3 tragenden Seilstücken. Das kann zum Beispiel so aussehen. Wir haben eine feste Decke und hier eine Umlenkrolle, dann eine größere Umlenkrolle. Die beiden sind miteinander verbunden. Und eine dritte Umlenkrolle und an dieser dritten, also es ist keine Umlenkrolle, das ist eine lose Rolle. An dieser Rolle werden wir eine Masse befestigen. Und jetzt platzieren wir unser Seil so. Wir fangen jetzt hier mit dem losen Ende an. Dann gehen wir von der großen oberen Umlenkrolle zu der unteren Rolle. Haben das erste tragende Seilstück. Dann kommen wir von dieser Rolle zu der kleineren oberen Umlenkrolle. Bekommen das zweite tragende Seilstück. Und nun von der kleinen Rolle bis zum Haken entsteht das dritte tragende Seilstück. So, bei N gleich 2, also 4 tragende Seilstücke, auch da gibt es mindestens 4 Möglichkeiten, so einen Flaschenzug zu bauen. Und zwar fangen wir wieder mit einer festen Decke. Nun kommen 2 Umlenkrollen, die miteinander verbunden sind. Und jetzt unten zeichnen wir eigentlich ein Gegenstück von dieser Konstruktion hier. Eine kleine Rolle verbunden mit einer großen Rolle und an dieser Rolle befestigen wir jetzt eine Masse M und schauen uns wieder die Seilführung bei dieser Konstruktion. Wir fangen wieder mit dem losen Ende, gehen jetzt von der großen Rolle nach unten zu der unteren großen Rolle. Das ist das erste tragende Seilstück. Jetzt von der unteren großen Rolle zu der oberen kleinen Rolle, das zweite tragende Seilstück. Von den kleinen oberen zu den unteren kleinen Rolle. Das ist das dritte tragende Seilstück. Und nun zu dem Haken. Und da ist das vierte tragende Seilstück. Eine weitere Möglichkeit, ein Flaschenzug mit 4 tragenden Seilstücken könnte so aussehen. Jetzt brauchen wir eine etwas längere Decke und einen Haken hier. So, oben kommen ich zeichne jetzt mal die Umlenkrollen oder beziehungsweise die Rollen. Wir haben 2 Umlenkrollen, die an der Decke befestigt sind und 2 Rollen, die jetzt miteinander verbunden sind. Und an dieser Verbindung befestigen wir die Masse, die wir anheben wollen. Und jetzt schauen wir uns die Seilführung an. Wir fangen wieder mit dem losen Ende, gehen zu der ersten Umlenkrolle. Dann haben wir das tragende Seilstück, indem wir die Umlenkrolle mit der losen Rolle hier verbinden. Das zweite
tragende Seilstück von der Rolle hier bis zu der zweiten Umlenkrolle. Und jetzt könnt ihr euch denken, wie es weitergeht. Das dritte tragende Seilstück verbindet die Umlenkrolle mit der zweiten losen Rolle. Und schließlich verbinden wir das vierte tragende Seilstück an dem Haken hier an der festen Decke. Man kann dieses Spiel beliebig weit fortsetzen. Wir schauen uns jetzt aber das letzte Beispiel für uns an, und zwar N gleich 6, also 6 tragende Seilstücke. Wir machen eine sehr, sehr lange Decke, 3 Umlenkrollen und 3 lose Rollen. So, fangen jetzt wieder hier mit einem losen Seilstück an und verbinden einfach die Rollen und Umlenkrollen und losen Rollen abwechselnd. Dann haben wir das erste tragende Stück, das zweite tragende Stück, das dritte tragende Stück, das vierte, fünfte und das sechste tragende Stück verbinden wir an dem Haken hier, und die Masse wird hier symmetrisch an der zweiten losen Rolle befestigt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu schauen wir uns das Ganze an und wie wird damit jetzt die Hubkraft gespart? Und die Lösung ist verblüffend einfach, wenn man das einmal verstanden hat. Also wir stellen uns Folgendes vor. Zieht man an dem losen Seilende über eine Strecke von zum Beispiel 60 cm, werden die tragenden Seilstücke kürzer. Ja, also wir ziehen hier an dem blauen losen Ende einen Punkt von da nach da. Nun, was passiert dann? Also diese Strecke, die wir hier weggenommen haben, fehlt natürlich auch bei diesen Seilstücken. Das heißt ja, ein Seil an sich, also wenn wir das hier bewegen, bewegen sich natürlich da Bereiche in den Seilstücken. Die Strecke von 60 cm wird auf die 6 Seilstücke aufgeteilt. Sie werden also um je 10 cm kürzer. Das bedeutet, die Masse wird um 10 cm angehoben. Das heißt, um die Masse auf eine Höhe von 0,1 Meter anzuheben, muss eine Arbeit über eine sechsfache Strecke, also 0,6 Meter, verrichtet werden. Ja, nochmal, wenn ich diese Masse hier um 10 cm anheben möchte, müssten die Seilstücke um je 10 cm kürzer werden. Wie erreiche ich das? Ich muss an dem losen Ende 60 cm über eine Strecke von 60 cm ziehen. Ja, wenn ich hier 60 cm gezogen habe, verteilt sich dieses Stück auf alle Seilstücke gerecht auf und jedes Seilstück wird dann um 10 cm kürzer. Das bedeutet, die losen Rollen werden um 10 cm nach oben angehoben und die Masse wird um 10 cm nach oben angehoben. Gemäß der Formel für Arbeit, E ist gleich in diesem Fall die Schwerkraft mal die Strecke, um die wir unsere Last anheben wollen. Das ist die Arbeit, die wir verrichten müssen. Da kommt man nicht drum herum. Und wenn wir diese Arbeit mit dem Flaschenzug verrichten wollen, haben wir hier folgende Gleichheit. Die Kraft in dem Seil mal die Strecke, und mit der Strecke ist gemeint, über welche Strecke müssen wir das lose Ende ziehen, muss der gleichen Arbeit wie hier entsprechen. Und wenn da Gleichheit herrscht, diese Höhe ist ein Sechstel dieser Strecke. Das bedeutet, dass wenn wir diese Strecke sechsmal so groß machen, wird die Kraft nur ein Sechstel der Schwerkraft betragen. Und das ist der Grund, weshalb man jetzt mit einem Flaschenzug die Kraft spart. Wir sparen die Kraft, zahlen zwar mit der Strecke, aber in den meisten Anwendungen ist es so, dass eher die Kraft Probleme macht und die längere Strecke nimmt man dann gerne in den Kauf. So, also gemäß dieser Formel beträgt die Kraft F Seil ein Sechstel von Fg, also ein Sechstel der Schwerkraft. Und allgemein gilt für alle Flaschenzüge,
F sei, also die Kraft, die wir anwenden müssen, ist 1 durch N mal Fg. Und Fg ist die Schwerkraft, die wir aufgrund unserer Last überwinden müssen. Und N, nochmal zur Wiederholung, ist die Anzahl der Seilstücke, der tragenden Seilstücke. Nun schauen wir uns einige Flaschenzüge in Aktion an. Einige davon kann man auch zu Hause selbst nachbauen. Bei den folgenden Aufnahmen möchte ich die Winkel, unter denen ich gefilmt habe, entschuldigen. Das ging einfach an dieser Stelle nicht anders. Also ich hoffe, dass durch die Erklärungen auch alles gut nachvollziehbar ist. Okay, dann haben wir die Variante mit den 6, sagen wir, Umlenkrollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die tragenden Seile sind dann hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tragende Seile. Und an dem losen Ende ziehe ich. Das Problem ist hier, dass wir hier eine zu große Reibung haben. Deshalb muss ich das hier mit dem Finger stabilisieren. Aber wenn ihr jetzt seht, wenn ich an diesem losen Ende ziehe, verteilt sich die Strecke, die ich gezogen habe, auf die Teilseile und die Hubstrecke ist deutlich geringer als die Strecke, die das lose Ende zurückgelegt hat. Okay, jetzt eine kurze Erläuterung, wie man den Flaschenzug nachbauen kann. Also man braucht zwei Stifte und als die Umlenkrollen habe ich einfach Büroklammern genommen, die ich dann passend gebogen habe. Das große Problem bei diesen Büroklammern ist aber, dass wir an sich ja hier in dieser Schlaufe hier keine Umlenkrollen haben und dadurch ist die Reibung ziemlich groß. Ich habe einiges ausprobiert und versucht, eigene Umlenkrollen zu basteln. Also hier sehen wir eine Umlenkrolle, die ich einfach aus mehreren Lagen Karton gebastelt habe. Also hier haben wir an sich vier Kreisscheiben. Die inneren haben einen etwas kleineren Durchmesser, die habe ich aufeinander geklebt und in der Mitte durch einen Zahnstocher durchgestochen. Und um dann den Profil hier etwas runder hinzubekommen, bin ich folgend vorgegangen. Ich habe einfach eine Feile genommen und dann habe ich das Profil hier rund geschliffen. Und solche Umlenkrollen funktionieren an sich ganz gut. Das Problem ist aber die Lagerung von den Rollen. Also hier ein Versuch mit zwei Büroklammern, damit das Ganze hier drehbar gelagert ist. Also das Drehen funktioniert ganz gut. Leider haben wir Ingenieur würde sagen, einen sehr großen Spiel und das macht die Rolle sehr instabil. Ich habe es versucht zu beheben und die Rollen dann so zwischen zwei Metallleisten zu platzieren. So was kriegt man in den Baumarkt. Das sieht zwar stabiler aus, funktioniert aber auch nicht so gut. Also wenn ich die Rollen andrehe, sehen wir, es gibt welche, die sich besser drehen als die anderen und das macht bei einem Flaschenzug an sich auch ganz große Probleme. Ich werde jetzt auch einen Flaschenzug einblenden von meinen Versuchen, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Aber vielleicht könnt ihr die Idee aufgreifen und das noch so weit verbessern, dass man etwas Funktionierendes hat. Was bei mir überraschend gut geklappt hat, ist eine Umlenkrolle hier aus Spielzeugbausteinen. Also hier habe ich jetzt Lego Technics benutzt. Es soll jetzt irgendwie keine Werbung für diese Firma sein. Das geht wahrscheinlich irgendwie mit anderen Steinen, weiß nicht, Playmobil oder Fischer Technik. An dieser Umlenkrolle habe ich jetzt eine Taschenlampe befestigt, damit ich jetzt eine Masse habe, die ich anziehen kann. Und wie man jetzt daraus einen Flaschenzug machen kann, zeige ich euch. Aufgebaut sieht das Ganze so aus. Ein Ende des Seils halte ich in der Hand, das andere Ende
ist da an dem Stuhl befestigt und beide Seilstücke sind in diesem Fall tragend. Und wenn ich jetzt die Lampe, die Masse anheben möchte oder absenken möchte, funktioniert das ganz gut. Und die Strecke, die ich mit meiner Hand zurücklege, verteilt sich auf beide tragende Seilstücke. Und so kann die Hubkraft gespart werden. Und jetzt hier eine Lösung einer Lernmittelfirma. Auch hier können wir beobachten, dass bei diesem Flaschenzug mit vier tragenden Seilen, wenn ich jetzt an dem losen Ende ziehe, ist die Strecke, die meine Hand zurücklegt, deutlich kürzer als die Hubstrecke. Der Umrechnungsfaktor ist in diesem Fall 4, da wir vier tragende Seile haben.